Verstehe ich nicht. Du hast einen neuen Kunden. Für 85,5. Registrierter Betrüger. Warum bin ich jetzt ein registrierter Betrüger auf Stufe 10? Sagt er, dass Reseller Betrüger sind? 80, 70, 60, 50, 40, 10. 10 ist günstig. Meine Fresse, ey. Oh, guck mal, schaut mal an, der Zauberstab 500 ist zu günstig, ne? 700. Oh, 800. 1000. Alter, der geht ja richtig gut. 1600, sag mal 1800 ist zu teuer. Aber 1700, 1600. Geil. Warum sind die alle so knausrig, Junge? Eintausendsechsundfünfzig. Ja, wenigstens das, auch wenn wir jetzt ein bisschen miese machen. Ja. Hauen wir mal alles raus. Also ich habe jetzt hier 2,8 wieder stehen. Und wir haben es abends. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwo noch eine... Oh, wir haben sogar hier Sanchez Storage. Haben wir jetzt neu. Da könnten wir auch mal gucken. Das ist ein neuer. Die da hier bringen ja echt überhaupt nichts. Ich habe jetzt einfach für das Ding so... Ich habe ja hier mein Handy auf. 673 Euro angeblich im Miese. Das lohnt sich noch nicht so krass, ne? Und ich habe auch einen riesengroßen Kredit aufgenommen von 2.500 US-Dollar. Weiß ich nicht. So machen es immer die Paketlieferer. Die ballern. Oh, guck mal, der Toaster ist ja perfekt gelandet. Kleiner Safe ist schlecht. Ich glaube, wir können doch den Zustand von schlecht auf normal abändern, oder nicht? Nee. Dazu muss ich auch erstmal das Tool da machen. Okay, gut, da würde ich sagen, wir machen das jetzt trotzdem mal, ne? Upsa. Wir machen das jetzt mal. Ich rüste mal hier auf Stufe 2. Und da schauen wir mal, ne? Nee, von gut perfekt auch nicht. Von gut können wir nicht. Okay, gut, ich schätze, wir können von gut auf... Oder von schlecht auf gut. Gleich mal 52. Okay.
Wir können schlechte Dinger jetzt reparieren. Also wir können kaputte Dinger reparieren und schlechte Dinger können wir reparieren. Ja, moin. Ja, moin, meine Lieben. Hölzerner Buddha. Da haben wir auch wieder so eine Preisrange. Oh, warte mal. 195 durchschnittlicher Wert. Hä? Stand da nicht was anderes da? Ach so, doch, 195. Ja, das passt ja, wenn wir den für 400 Euro reinklingeln. Oder warte mal, machen wir mal. Ja, doch, 350. Ja, es passt. 380. 390. Passt. 390. Oh, das ist ja chillig, ne? Der Preishelfer jetzt. 120 wäre zu teuer. 105 ist auch zu teuer, also 104. Also man kann eigentlich mal sagen, man kann fast das Doppelte immer ansetzen, oder? Hier 50, 52, oh, 54, 56, 60 ist zu teuer. 58, 57. 56. Kann dir 333 anbieten. Bexa, was geht? Moin. Wir können da jetzt mal 360. 352 passt. Passt. Jetzt nur noch 321 im Miese. 1640 ist zu teuer. 38 ist zu teuer, 36, 34, 32, 33, 32. Mach 50, komm, jalla. 48 passt. Immer das Doppelte, ne? Ja. Komm, gib mir wenigstens 100. Ein anderes Angebot. Was wollen wir machen? 84, machen wir 90, komm. Oh, er ist weg. 27, 30, komm. 29? 28, passt. Das Walkie-Talkie war ziemlich teuer, ne? Können wir eigentlich mal für einen Huni reinkloppen. Ja, doch, passt. Toaster. Schauen wir mal, was wir da so für Angebote bekommen, ne? Hm. 94 passt auch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Plus machen oder Miese. Aber ich glaube, wir machen ein bisschen Plus nur, ne? 90, 88. Ja, wir haben tatsächlich ein ganz, ganz kleines bisschen Plus gemacht mit dem Ding, obwohl das schon ziemlich schwer war. Wir haben, also ich habe jetzt 5 Dollar Plus gemacht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir pennen. Oh shit, wir haben es jetzt gleich schon wieder 22 Uhr, Freunde. Boah, das war richtig mies, ne? Das war mies. Das war richtig mies. Ich nehme mal so eine Box mit. Und wir gehen dann gleich einmal in das neue Ding. Das machen wir nämlich noch eine. Also eine machen wir noch. In Sanchez Storage. Da haben wir jetzt nämlich so neue Dinge. Oh Gott. Wie teuer das auf einmal geworden ist, ne? Vorhin. Hier mal 2 Sterne. Aber schaut mal hier die Sterne an, ne?
3 Sterne, 4 Sterne. Hier hast du halt nur 2 Sterne. Aber wir gucken uns das mal an. Da war man nämlich noch nicht. Vielleicht lässt sich da ja auch der ein oder andere Euronen verdienen. Upsa. Da hinten waren wir noch nicht. Bin echt gespannt, was da noch so alles kommt. Also halt mit der Zeit, mit so Updates. Wird bestimmt echt lustig werden, das Game. Oha, schaut euch mal die Brecher an. What the fuck? Was ist das für ein Lager? Sieht aus wie so ein Spaceship. Fünf, drei. Wollen wir reingucken? Ah ja, wir können rein. Da ist eine Waffe. Da ist einfach eine AK drinnen, Freunde. Wollen wir 1,5 machen oder die da hier? Aber ja, toll, das dauert ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Ist hier irgendwo ein... Hier ist ein Flohmarkt. Können wir mal kurz abchecken. Und um 9 ist dann hier die Auktion. Kaputt. Epischer Gegenstand. Was haben wir hier noch? Kronleuchter. 48. Drohne. Epischer Gegenstand. 22. 20. Hier könnte man einen Schnapp machen. 110 hier eigentlich auch. Hier könnte man einen Schnapp machen. Hier könnte man einen Schnapp machen. Gasherd. Hm. 55. 105. Ja, okay, gut. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, da könnte man einen Schnapp machen. Ich würde jetzt erstmal kurz mit dem Röhrenfernseher interagieren. Oder wollen wir warten? Oder wollen wir warten? Hm. Mal, Angebot lautet, ich mach mal 60, komm, jalla. Ich hab nur 60. Für 94. Ist halt fast nix, ne? 80, komm. Gib dir 80. Nee. Wegen 20 Dollar da. Schauen wir mal, ob wir bei dem Storage mehr Glück haben. Ja, können wir ja mal mitbieten, ne? Schnell kaufen für 2,3. Komm. 1,4. Das sah aber auch nicht wieder. Vielleicht haben wir da einen legendären Gegenstand auch drinnen. 1,5. Komm. 1,6. Schnell kaufen für 2,3. Also ist das wahrscheinlich der Verkaufswert hier, oder? Oh, 1651, ey. Oh, das tut schon wieder weh. Ich hoffe natürlich. Upsa. Ich hoffe natürlich, wir sammeln einfach weiterhin schön EP. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da jetzt also was richtig krasses haben, ne? 1600 Euro für Müll. Einfach für Müll. Antikes Telefon 64. Für den Müll haben wir schon mal 5 Dollar bekommen. Ein Mixer. Hä? Was war das? 30. Aber wir können ihn reparieren. Und er ist schon mal 39 wert. Dann haben wir eine Axt, die ist perfekt. 20. 7 Euro Flaschenpfand.
Plastikvorschlaghammer ist kaputt. Tragbarer Lautsprecher. 71. Oh. Den können wir wieder reparieren. 22. Und die Metallbox ist einfach leer. Es ist leer. Dann kannst du ja komplett... Ich mag das Spiel nimmer, ne? Wenn man keine Schnäppchen macht, macht das Spiel keinen Spaß. Und für 2-3 hättest du es sofort kaufen können. Was denken die sich? Ist das? Übelster Bruch, ne? Übelster Bruch. Da denkst du, da hast du so neue Dinger freigeschalten und kannst damit richtig Asche machen? Mm-mm. An Arsch. Oh. Ein Arsch, Herr Pfarrer. Meine Fresse, ey. Wir gucken da jetzt nochmal ganz kurz, ob wir da vielleicht noch ein Schnäppchen machen, dann raid ich euch. Dann muss ich natürlich auch einmal off. Muss Frau Fassler Hallo sagen. 22, zu teuer. Zwei und was? Also du kannst ja hier überhaupt gar keinen... Obwohl, wartet mal, hätten wir da vielleicht besser skillen können? Leute, mit denen du falsch verlieren, weniger Geduld mit dir. Volkshandwerker, du kannst die Geduld der Leute sehen, mit denen du falschst. Du kannst 5 Gegenstände pro Tag für ihren Grundwert schnell verkaufen. Halte Q auf den Gegenstand, um ihn schnell zu verkaufen. Okay. Großhändler Energie. Leute, mit denen du falsch, nehmen deine Angebote leichter an. Scheiße, hätte man das mal lieber geskillt. Sigma Aura. Die Leute verlieren viel weniger Geduld mit dir. Sie können Gegenstände für einen kleinen Gewinn schnell verkaufen. Du kannst 10 Gegenstände pro Tag für ihren Grundwert schnell verkaufen. Du kannst 20 Gegenstände pro Tag für ihren Grundwert schnell verkaufen. Ja, aber was bringt das, wenn wir trotzdem so extrem teure Preise haben? Wissen Sie? Das war in Ordnung, der Deal. Oder der VHS-Rekorder war in Ordnung. 140 wert. Jetzt können wir noch nicht legendärer Gegenstand. Okay. Dann war's das auch schon wieder. Wir haben trotzdem einiges geschafft. Wir haben halt zwar keine Kohle, wir haben Schulden bei der Bank. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Skill-Levels sind wir aufgestiegen. Oder beziehungsweise ein paar Levels sind wir aufgestiegen heute. Und das nächste Mal muss ich echt aufpassen, weil sonst könnt ihr gleich den 24-Stunden-Stream vollballern.
wenn sich nämlich dieses Spiel oder beziehungsweise Streamlabs auch immer aufhängt. So. Okay. Dann mache ich hier einmal Stopp.